Wirst du mir helfen, Wächter? Ja, ihre Mundwinkel berühren. Ich würde alles für dich tun, Xote. Ich denke darüber nach. Nein. Ja. I was hoping you might would. Sometimes I feel like with you by my side, I can stand against gods. Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. Manchmal fühle ich mich, als könnte ich es mit dir an meiner Seite mit den Göttern aufnehmen. Wir finden eine Adra-Ader und erlösen dich von deiner Last. Es ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Seele das Jenseits erreicht. Je mehr Seelen du sammelst, desto stärker kennst du den Willen deines Gottes. Sie zu beiden würde ich zu einer besseren Priester machen. In Ordnung, gehen wir. Nehmen wir mal die Eins. Du musst eine potente Source sein, um die Kraft meiner Lanterne zu überwinden. It's gotta be luminous for sure. Es müsste eine kraftvolle Quelle sein, um die Anziehungskraft bei der Laterne zu überbieten. Auf jeden Fall muss es leuchtend sein. Sie nickt und denkt sich ganz eindeutig einen Plan aus. That's one problem solved. But what about the itty bitty issue regarding the God of Rebirth not actually being in hell? Das ist ein Problem weniger, aber was ist mit dieser klitzekleinen Angelegenheit bezüglich des Gottes der Wiedergeburt, der nicht in hell ist? The souls will make it safely. But who's to see to their proper reseeding? Berat, die Seelen werden es schaffen, aber wer kümmert sich darum, dass sie wieder korrekt ausgesiedelt werden? Ja, Berat, der ist dazu zurzeit verantwortlich. This is a huge risk of Aeora's balance. You really trust Maugrin not to rebirth Aethasians as warriors of the flame? Think Galloway won't be greedy? Das ist ein großes Risiko für Aeoras Gleichgewicht. Würdest du Maugrin wirklich vertrauen, dass ihr Eotasiade nicht als Krieger der Flammen wiedergeboren werden? Meinst du, Galloway wäre nicht gierig? Gone aside, the gods' past actions don't instill me with the greatest confidence. Abgesehen von Gaum flößen mir die vergangenen Taten der Götter nicht gerade das größte Vertrauen ein. Spielt es eine Rolle, solange es deiner geistigen Gesundheit hilft? Was sonst schlägst du vor? Normally, I'd simply safe keep him until the god of rebirth could return to hell. But normalerweise würde ich sie einfach sicher aufbewahren, bis der Gott der Wiedergeburt nach Hell zurückkehren kann, aber... You're right. I ought to deliver as many souls to hell as I can. Before it's too late. Du hast recht. Ich sollte so viele Seelen nach Hell liefern, wie ich kann, bevor es zu spät ist. Alof so zustimmt. We need to empty my lantern right away. Wir müssen meine Laterne sofort entleeren. Gods, but you're clever. This is why Gon directed me into your path. I just know it. Meine Güte, bist du clever. Deswegen hat mich Gaun zu dir geführt. Ich weiß es einfach. Sie nickt einmal, bevor sie sich abwendet. I'm here. So, was sagt der neue Nachtrag? Xodi gestand, also nochmal über das mit den Items. Xodi gestand mir, dass sie niemals nur dazu bestimmt war, die Seelen der Toten zu ernten. Ihre Aufgabe ist es, die verlorenen Seelen zu einer Wiedergeburt zu geleiten. Doch bislang hat sie lediglich den ersten Teil der Mission erfüllt. Ich habe Xori dazu ermutigt, dem Licht in Gons Laterne zu folgen, dem Frühling nach einem Herbst. Schon wieder. Steht das eigentlich jedes Mal da? Frühling nach einem Herbst. Wiedergeburt nach dem Tod. Mhm. Falls ich eine Säule leuchtenden Adras fände, könnte ich Xori die in ihrer Laterne gesammelten Seelen freilassen und so den Göttern zur Wiedergeburt übergeben. Ich habe eine leuchtende Adrasäule vergraben unter der Arena von Port Maie gesehen. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Aber ich denke mal, Hasongo wäre die zweite Möglichkeit. How I've been saying there's nothing more important to me than us freeing you from Bereth's bonds. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt, als dich von Bereths Fesseln zu befreien? Well, I meant that. I did. Also das meine ich so, wirklich. Edda verschluckt den Atem und seine Kinder denkt darunter, was die Aussage augenblicklich dubios erscheinen lässt. But there's this other thing I need to see about. On the way, like. I was gonna tell you. Aber es gibt da eine andere Sache, nach der ich sehen muss. So auf dem Weg wollte ich dir doch erzählen. Schieß los, es geht um Liebe, du musst dich nicht erklären. Was macht schon ein weiteres Hindernis auf einer Reise, die nur sofort davor strotzt? Warum nicht? Du musst schließlich auch ständig mir helfen. Das ist nur gerecht. Nehmen wir mal die drei. I don't see it like an obstacle. Well, not unless she's mad. She might be mad.
Ich sehe das nicht als Hindernis, solange sie beim klaren Verstand ist. Es ist möglich, dass sie nicht bei klarem Verstand ist. This woman, I, well, love's not the right word, but she was something to me once, back in Gilded Vale. Diese Frau, also Liebe ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber damals im vergoldeten Tal hat sie mir etwas bedeutet. Hält für einen Moment inne. After the legacy ended, all I could think about was how to repair what the gods had done. Nachdem das Vermächtnis vorüber war, konnte ich nur noch daran denken, dass gerade zu biegen, was die Götter angerichtet hatten. To me, that meant seeing about making Aethasians feel safe in their own homes. That's how I found the night market. Für mich hat das bedeutet, mich darum zu kümmern, dass Eotasiten sich in ihren eigenen Heimen sicher fühlen. So habe ich vom Nachtmarkt erfahren. After a while of that, I got to thinking about the days just after the war, when we all stopped feeling safe in the first place. Es regnet übrigens hier gerade, fällt mir so auf. Nach einer Weile hat mich das darauf gebracht, an die Tage kurz nach dem Krieg zu denken, in denen wir alle aufgehört hatten, uns sicher zu fühlen. Mostly I thought of the woman I couldn't help, who had to leave her home in the dead of night carrying a little baby that had no soul. Am meisten musste ich an die Frau denken, der ich nicht helfen konnte, die ihr Haus mit einem kleinen Baby auf dem Arm, das keine Seele hatte, mit in der Nacht verlassen musste. Last I saw her, she was going to New Hayamar. Went looking for her there, only to find that she'd left a long time ago. Als ich das letzte Mal gesehen habe, war sie nach Neu-Hiomar unterwegs. Habe mich dort nach ihr umgesehen, um festzustellen, dass sie den Ort schon lange verlassen hatte. Anyway, I don't expect you to understand, but I gotta know she ended up all right. Egal, ich erwarte nicht, dass du das verstehst, aber ich muss wissen, ob es dir gut geht. Hört sich an, als ginge es ihr mit ihrem Sohn gut. Yeah, that's something. Coming out of Deerwood during that time. Ja, das ist doch was, zu dieser Zeit aus dem Deerwald zu kommen. I mentioned the baby she had when I knew her. That was a boy too. Ich hatte das Baby ja erwähnt, das sie hatte, als ich sie noch kannte. Das war auch ein Junge. I never found out what happened to him, but with the Hollowborn, he didn't have to ask. Ich habe nie herausgefunden, was mit ihm passiert ist, aber angesichts der Existenz der Hohlgeborenen muss man das wohl nicht fragen. Guess he got a brother, though. Schätze, er hat einen Bruder bekommen. Edda wird leise und blitzt einige Male, bevor er dich wieder bemerkt. Du bist sicher, dass du weißt, wohin das führt? No, but I don't see a way to let this go. Nein, aber ich kann... Nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, das alles einfach zu ignorieren. Zumindest nicht jetzt. Last time I saw Alava, we got friendly. Now she's got a son. Das letzte Mal, als ich Alava gesehen habe, sind wir uns näher gekommen. Jetzt hat sie einen Sohn. Edda zuckt mit den Schultern und lächelt etwas gequält. Dann machen wir uns auf den Weg. Candles and balms. Kerzen und Balsam? Used to work a farm, growing Vorlis. Thank you, sir. Ach, bei der haben wir schon mal reingeguckt. Stiefel der Geschwindigkeit. Hatte ich das aufgeschrieben, dass sie Stiefel hat? Gewährt Feuerball, 8 Ladungen. Nee, die Stiefel finde ich jetzt nicht so interessant. So, wir sind jetzt wieder hier oben. Wie mache ich das jetzt? Ich bin hier runtergekommen das letzte Mal. Das heißt, ich gehe jetzt hier rum zum zu den Kaufmännern und zur Seherhalle. Offensichtlich hat Undra seine Gebete erhört. Sie hat dem Schwarm Fische ins Netz geschickt. Ich habe nicht die Coin, um fat in den Pockets of Priests. Was hast du im Angebot? Eine Huada mit voller Rüstung dreht sich um, beugt die von Kopf bis Schuss. Schweigend fahrt sie lange Zeit bewegungslos in dieser Pose. Endlich zieht sie eine einzelne Pire hervor, balanciert mit der Münze auf den Knöcheln. Tell me, are you someone who walks the path that coin lays out before you? Sag mir, bist du jemand, der dem Pfad folgt, den die Münze dir zeigt? Wenn natürlich bewegt sie ihre Finger. Die Münze springt dabei von einem Knöchel zum nächsten. Die Bewegung scheint sie zu faszinieren. Was? Ich werde gerne bezahlt, wenn es das ist, was du meinst. In letzter Zeit neigen die Götter dazu, mich nach ihrem Willen zu lenken. In death they steer your soul, but in life you are bound to coin.
Sie mögen ja nach deinem Tod deine Seele lenken, aber solange du lebst, bist du an deine Münze gebunden. Transmuting actions into payment is the alchemy that orders our world. All things turn on the axis of a coin bond. Die Verwandlung von Handlungen in Bezahlung ist die Alchemie, die unsere Welt beherrscht. Mit Hilfe einer durch die Münze geschaffenen Verbindung kannst du so gut wie alles in Bewegung setzen. Mit der freien Hand berührt sie sich an der Stirn, während sie die entscheidenden Worte spricht. Ohne jede Unterbrechung setzt ihre Münze die verschlungene Reise fort. Ich zahle Bounty, so dass Death can bring order to life. Would you help me continue the cycle? Ich bezahle Kopfgelder, damit der Tod ins Leben Ordnung ins Leben bringen kann. Hilfst du mir, diesen Kreislauf fortzusetzen? Welche Kopfgelder hast du zu vergeben? Ich werde erst mal darüber nachdenken. Ihre Münze zu stehlen versuchen, vielleicht. Ich sollte besser gehen und zwar sofort. Leb wohl. Zeig mal die Kopfgelder. If you would forge a coin bond, I know of people on these islands who must die. Their fate is already decided. The coin wishes only to collect. Wenn du bereit bist, eine solche durch die Münze geschaffene Verbindung einzugehen, ich kenne ein paar Leute auf diesen Inseln, die sterben müssen. Über ihr Schicksal wurde bereits entschieden. Die Münze möchte lediglich eingesammelt werden. Dugrow the Ascetic is wanted for crimes against his monastic order. His people have made a coin bond for his death. Dovax, der Asket, wird wegen Verbrechens gegen seinen Mönchsorden gesucht. Sein Orden ist bereit für eine durch die Münze geschaffene Verbindung mit dem Ziel seines Todes. Sie hält sich die Piere vor die Augen und betrachtet liebevoll ihre Kanten, fährt mit dem Zeigefinger die Rundung entlang. The Orlin wanders the wilderness on the island of Crookspur, northwest of Nekataka. Der Orleaner ist in die Wildnis der Insel Kumsporn unterwegs und lässt sich von Nekataka. Sie schießt die Faust in die Piere. Ich werde mit seinem Kopfgeld zurückkehren. Mehr hat, kann ich sie eh nicht fragen. Supplies, get your supplies here. Oh. Hammer und Meißel und Reparaturvorräte, wenn wir sie mal wieder brauchen sollten. Consider, friend. The blessings of the priests are priceless, but so too is good sense. I have supplies here, so that daring travelers may live to honor the gods. Bedenke, Freund, die Segen der Priester sind unbezahlbar, aber gesunder Menschenverstand ist es ebenso. Ich habe hier Vorräte, sodass wagemutige Reisende länger leben können, um die Götter zu ehren. Certainly. Dann zeig mal, was du hast. Der herrliche Fluchtumhang gewährt die herrliche Flucht. Wenn blutig oder dem Tode nahe, kann der herrliche Fluchtumhang verwählt werden, um sie schnell in Sicherheit zu bringen. Die Angriffsbindung zu brechen und meisterhaft den nächsten Angriff zu vermeiden. Abwehr gegen Absetzangriffe und der Rest ist eigentlich alles nur... Tränke und so weiter. Also nichts, was wir unbedingt brauchen. Aber hier ist auch noch ein Kaufmann. Hm? A door watcher. Fancy a look at this dock? Straight from the laboratory. Ah, du Wächter, möchtest du einen Blick auf meine Waren werfen, frisch aus dem Labor? Na, zeig mal. Oh, der hat mehr schöne Sachen. Beseelungskatze? Metaphysik und Arcana, Warum trägt die eine Schüssel? Zwei Macht für Beschwörung plus 1 Durchschlagskraft für Beschwörung. Ah ja, okay. Ring der Überwachung. Plus 10% Wirkungsbereich. Alchemistenlager. Beschwört bei Gegner des Kampfes ein zufälliger Zaubertrank in eine leere Schnellausweisung. Der Trank verschwindet, wenn der Kampf endet. Das ist nett. Ah, den sollte ich mir aufschreiben. Händler, das ist wieder Nekataka. Stufen. Norden schreibe ich mal auf. Alchemie. Händler. So. Gucken wir mal in den Turm der Seelenseher. Den können wir wahrscheinlich unten rum wieder verlassen. Und dann fehlt nur noch Berats Tempel.
Ja, hier geht's zur heiligen Treppe und hier geht's nach oben. Hier sind auf jeden Fall Beseeler unterwegs. Zwei Tränke. Das Buch in einer sorgfältig erstellten Liste mit Namen, Daten und Maßen. Die Verkabelung ist ein einziges Chaos. Seine Schreibfehler ist ihm neugierig in eines der Wasserbecken gefallen.